Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier mit Michael bei seiner Hütte daheim. Und ja, wir müssen jetzt noch eine kleine Vorbereitungsmission machen für den FBI oder FIB Raubüberfall. Und zwar können wir hier ganz einfach schnell den Polizei anrufen eigentlich. Rufen wir hier 911 an. Hä? Hallo? Ah, jetzt. So. Rufen wir schnell an, Notfalldienst. Und da holen wir doch schnell kurz die Feuerwehr her. So, dass wir das Feuerwehrauto können klauen, weil wir brauchen ja das dann eben für den Raubüberfall. Schauen wir mal, wie lange das geht. Dann müssen wir da auch nicht extra irgendwo hersäckeln. Oder irgendwo herfahren, um das Feuerwehrauto zu holen. Ich glaube, sie hören Sirene, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder auch nicht. Mal, ich höre es nicht rein, aber ich sehe kein Auto. Braucht noch lange, bis das Feuerwehrauto da ist. Kommen die von oben? Ah, ich glaube, es da oben sind sie. Ah, die kommen sie. Sorry, ich muss das schnell haben. Thank you. So, dann fahren wir jetzt zu der Textilfabrik beim Lester. Hoffentlich kriegen wir keinen Schmier noch über. Okay, logisch kriegen wir Schmier über. Aber wir haben nur einen Stern, glaube ich. So wie es aussieht, genau. Das sollte das eigentlich nicht so ein grosses Ding sein. Die sollte man relativ schnell wieder loswerden. Oh shit, 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 shit. Wow, das war knapp gewesen, ey. Ja, wir haben sie verloren. Woo! Ich hasse da jedes Mal spawnt einfach noch vor mir schnell ein Auto her. Ist immer das Gleiche. So, also wir sind jetzt eh hier gerade in der Nähe von der Textilfabrik. Dann fahren wir jetzt dort rein. Oder dort her, besser gesagt, nicht dort rein. Und dann haben wir schon mal die erste Vorbereitung abgeschlossen. Und dann können wir wahrscheinlich, denke ich mal, schon den Raubüberfall starten. Also, ich hoffe es mal, es wäre cool. Aber wir sehen es gerade, jetzt können wir hier irgendwo gerade runterfahren, glaube ich. Ich sehe es aber nicht so gut, weil es spiegelt recht gerade auf meinem Monitor bzw. auf meinem Fernseher, darum sehe ich es gerade nicht so wahnsinnig stark. Ich sehe eher mich im Bild als das Game selber. Aber das passt schon. So, da la. Da rein noch. Voilà. Also, wenn wir das für das Auto abgeliefert. Ah, oh, haben wir noch sogar bestanden. Nur Silber, kein Kratzer. Okay, oder nicht ein Kratzer, ja. Hätte ich nie im Leben geschafft mit meinen Fahrskills. Wäre das nie gegangen. Gut, also jetzt haben wir das jedenfalls gemacht. Und jetzt würde ich mal sagen, ich weiß halt leider nicht, wie lange das jetzt geht, bis der... Ah, läutet jetzt gerade den Lester an. Hey Lester, we got a fire truck. Parked around the back of your place. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Ah, jetzt brauchen wir noch ein Fluchtfahrzeug. Okay, alles klar. Das machen wir doch auch noch gerade schnell. Da haben wir in dieser Folge gerade alle Vorbereitungen gemacht. Und wir haben ja noch eine Mission beim Solomon. Da können wir sonst die auch noch machen. Ja, jetzt muss ich irgendwie schnell ein Auto haben, das ein bisschen Dampf hat. Oh, dort oben ist eine Aktivität. Kommen die echt irgendwie rauf? Das ist gerade über mir. Aber ich komme dort nicht rauf. Ja, kann mir auch egal, dann lassen wir die Aktivität halt mal sein. Ja, diese Phase hat passiert, dann mal gelingt. Okay, wow, scheiße. Ja, ich würde sagen, da vorne ist das FIB-Gebäude. Da tun wir es gerade irgendwo in der Nähe. Beziehungsweise am besten gerade vielleicht, da ist mal der Schmierposten, da vielleicht weniger.
Aber zum Beispiel hier vorne, da haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon das Auto hergestellt. Wir müssen aber den Penners abstellen. Geht man da auf die Seite? Weg, weg! Ich muss da durch. Ich komme da nicht durch. Da hinten würde ich mal sagen. Geht euch das da? Oder ist es zu wenig abgelegen? Wann muss ich anrufen, dem Lester? Wahrscheinlich. Ah, zu nahe. Ups. Ah, da vorne war das ja, wo wir das letzte Mal... Machen wir es auch wieder da. Kann ich da unten? Einfach im... Oh, scheiße. Im Alice River unten. Geht's da? Ist da noch mit einem Bein im Auto drin? Probieren wir mal. Lester. Zu nah. Oh Gott, ey. Dann fahren wir halt da noch ein bisschen weiter runter. Beziehungsweise wir stellen es jetzt mal hier rein. In das Loch hier in der Wand hier rein. Oder in der Einfahrt, besser gesagt. Das ist jetzt sicher nicht zu nah. Ah, aber jetzt dann. Franklin oder Lester, rufen wir doch mal Franklin an. So. Fluchtplan markieren. Ah, wir rufen gerade beide an. Hey, Les, that getaway car is parked where we need it. Alright, give me the location. La Mesa. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. So, da können wir jetzt einen Raubüberfall machen. Und dann würde ich gerade sagen, wir machen doch den gerade noch in dieser Folge. Das hätte schon noch drin gepasst und sonst gibt es halt einfach wieder ein bisschen längere Folge, aber das ist ja nicht so tragisch. Ja, dann fahren wir gerade dort wieder zu der Textilfabrik vom Lester. Ach, logisch kommt einfach da so ein Auto. Und dann starten wir die Mission. Eine Mission, die ich so eigentlich noch nie gemacht habe. Also ich würde es dann selber mal... Ja, überrascht ist ein bisschen das falsche Wort. Jetzt habe ich den Satz ein bisschen falsch eingeleitet. Nein, es nimmt mich noch Wunder, wie die Mission wird sein. Weil ich habe immer den Überfall gemacht in der Nacht, wo man über das Dach hineinkommt. Und nie als Feuerwehrmann. Darum bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was jetzt dann passiert. So, dann gehen wir da mal rein. Hey, how you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well... Under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh,
Come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Okay, die fackelt jetzt einfach das Gebäude noch ab. Scheiße. habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass er die Hütte abfackelt. Ich kann mir überlegen, wieso. Weil der andere Raubüberfall. Ah, da starten wir dann, ja, da starten wir dann von dem Strip Club aus dann. Darum, okay. So, die tun wir noch Franklin an. Hey, was happening, Michael? My ship's about to start down at the FIB building. You know, get Gustavo and Norm on board. Be ready for my signal in fire. Okay, at least half the crew is serious. But we'll be ready to do this thing, dawg. So, kannst du das Radio wieder ausschalten, sonst kassiere wieder Copyrights. So, jetzt sind wir gerade oben. Und jetzt nimmt es ihm schon Wunder, was da passiert. Hallo? Ah, jetzt. So, betritt das FIB-Gebäude und begib dich zum Drehkreuz. Dann machen wir doch das. Just clear your pass with security, and you can go up. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Okay, also sind wir da in Lift auf. Ich bin da in dem Gebäude, bin ich nochmal bis jetzt eins oder zweimal im GTA Online gewesen für die Bunkermissionen. 59 Stück. Oh shit. Schon ein paar, hä? So. Geil, jetzt müssen wir einen Mob holen. Und jetzt müssen wir in die Büros, hä? Wische den Boden auf. Ernsthaft? So geil. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Einfach am Boden aufnehmen. So gut. Putzen wir da alles. Ist aber noch nicht sauber. Hat immer noch Flecken dort am Boden. Der Mob ist dreckig. Aha, darum. So, jetzt. There you go. Das kleine Bömbeli, ey. Mal schauen, was mit dem, ob das kleine Bömbeli lenkt, da zum die Hälfte in die Luft jagen, dann. Aha, gut, wir gehen jetzt wahrscheinlich noch mehr Bomben legen. Ein bisschen zu voreilig gewesen. Oh, da hat es noch mehr Flecken. Hm. Müssen wir noch mehr aufnehmen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich bin so richtig überrascht, dass das auch geht da. Hat sich wieder noch einen Fleck angezeigt, aber es ist ja eigentlich nicht mehr am Boden. Hä, wo ist denn noch dreckig? Ah, jetzt ist es weg. Dirty Mop. Drecksmop, okay. Wieder zurück. Kessel am besten gerade mit Führern, würde ich sagen. Oder, aha, nein, ich muss nicht alles stehlen. Hm. Das ist mal ein entspannter Raubüberfall. So vorne noch, hä?
sollten mal ihre Schuhe putzen, wenn sie das nächste Mal reinkommen. Ach, jetzt wieder zurücksäckeln da, hä? Cooler Tisch, wenn sie mich sogar mal geschaut, kurz anschauen, ob dort noch etwas drin ist, aber so ist das nicht. So, weiter. Man kann nur zweimal den Boden aufnehmen, das ist schon dreckig. Ey. Du. So. Da noch mal putzen. Super. Und jetzt da vorne noch eine. Da war schon eine riesige Flecke, jetzt kann ich mir so mal den Mob auswaschen. Ah oh nein, es hat gelangt. So, jetzt noch eine Bombe in der Scheisse platzieren. He? Hallo? Gang rein? Ah. Da hat es aber auch viel Flecken, oder? Hey, Kollege, ist mir scheißegal, ich gehe jetzt so eine Bombe platzieren. Aber dann kommt niemand auf dem Klo, Mann. Sprengt ihm dann den Arsch weg. So, also müssen wir zurück den Eimer holen. Es ist ein bisschen doof, dass wir nicht säckeln können, sondern immer nur muss laufen, aber ja. Verständlich, wir wollen ja nicht auffallen. So. Bringen den Mob und den Eimer zurück zum Hausmeisterraum. Machen wir doch. So, da stellen wir das Zeug wieder ab. Okay, jetzt müssen wir das Büro verlassen. Machen wir doch. Und das Büro noch verlassen. Aber leider kann ich immer noch nicht säckeln. They don't work so hard. We're all leaving in a minute. So. Und jetzt können wir wahrscheinlich Bomben zünden, nehme ich mal an. Charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people. We raiding the bureau. Y'all ready for this? In and out, Holmes. Let's do it. You got a kiss for mommy? Detonate the incendiaries, Frank. I'll get this turnout gear on. Zünden das C4 mit dem Handy. Mal. Nicht schlecht für das, dass wir nur zwei C4 geleitet haben. So, dann gehen wir zum FIB-Gebäude. Das müssen wir sicher noch für Löschung kommen. Oh, shit. Oh, dann müssen wir wieder unten durch. Nein, aber durch meine ich. Sind wir los, säckeln da, hä? Oh, das sieht schon krass aus. Schon noch geil gemacht. Begib dich zum Aufzug. Hallo, in einem Brandfall darf man nie den, den Lift brauchen, aber... Alright, we're going across to the far stairwell and up to the top floor.
Brennt gar nicht da. Okay, das 53 müssen wir. Scheiße. Bevor sind wir noch im 49 gewesen, eigentlich. Habe ich gemeint. 51. 52. 53. Ah, nicht da drüben, hä? Hole das Laufwerk. Mücken wir mal das Laufwerk. Hey, we got the containment drive. Come on. We ain't got long. Follow me. Tim, what do we do? Wow. Jetzt mal ein bisschen Gas geben. Kracht jetzt noch das Gebäude zusammen, oder was? Krass, Mann. Wow. Hilf, noch am Richard so. Oh, ernsthaft. Nur weil der zu faul ist zum Aufstehen. Wo ist er? Ah, da. Oh, der liegt aber recht am Boden. Oh, wir haben einfach noch das Geld aufgelesen von ihm. Scheiße, ey. Boah, ich sehe da fast nichts. Holy shit, wow. What the fuck? Wieso ist jetzt plötzlich ein FIB-Typ? Wieso schiessen die auf mich? Das macht gar keinen Sinn, wieso sind die jetzt plötzlich da ein Baller auf mich? Warum sehen sie überhaupt nicht im Rauch? Das ist eigentlich steigen. Oh nein. Und steigen drauf. Da drüben, hä? Okay, zu der Rufe. Aber wieso hat jetzt die FIB-Typ auf uns geschossen? Das macht überhaupt keinen Sinn, wir sind viele Männer. Boah, da kommt noch recht viel Zeug runter.
Scheiße, ey. Wow! Holy shit! Also wir sind jetzt ganz unten, hä? So, also jetzt sind wir weggefahren. Jetzt sind wir jetzt an unserem Fluchtpunkt wahrscheinlich, genau. Wir ziehen hier innen an. Und ja, wir fahren ja mit dem Franklin, das ist sehr gut. Können wir ein bisschen besser um die Kurve wieder mit dem Hurengeschoss. Höh, ein Centorno. What? Ich habe noch nie einen Centorno einfach so rumfahren gesehen. Wow, shit. So. Also, da vorne ist gerade dieser Fluchtwagen. Weg mit dem Teil, Mann. Ja, super. Ich muss gerade zuerst das Auto wegfahren, sonst ist das auch kaputt. Beziehungsweise, das kann man es ja so machen. Also, jetzt gehen wir zum Lester seiner Hütte. Ist ja zum Glück alles gerade in der Nähe. Habe ich das Fluchtauto nicht mehr so schlecht deponiert gehabt. So. Schau da mit dieser Fähigkeit hier durchfahren. Wow, shit. That dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Keep your heads down, you hear? Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Ow! Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back.
go back to being bored and miserable. And loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. So, dann haben wir den Raubüberfall können machen. Dann haben wir auch noch ein bisschen Kohle bekommen jetzt. Aber wir haben auch wieder nur Silber geholt. Du hast was übersehen, okay. Ja, also das war ein Auffrischen wahrscheinlich, wo wir nicht so schnell gemacht haben. Und die Missionszeit allgemein war ein bisschen zu lang gewesen. Auch die Folge ist relativ lang, also 31 Minuten. Ja, tut mir leid für so eine lange Folge. Ich bin noch schon am Dave an. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Okay, also jetzt haben wir ja wieder eine neue Mission bekommen. Wo wir aber in der nächsten Folge machen, beziehungsweise würde ich mal sagen, in der übernächsten. Wir machen jetzt in der nächsten Folge dann mal wieder eine Mission beim Solomon. Eine andere Mission mit dem Trevor oder mit dem Franklin haben wir ja gerade nicht, nur die Fragezeichen. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen an der Hauptstory weitermachen. Und was ich dann sicher mal einmal machen möchte, ist dann nicht der Triathlon. Machen wir aber dann mit dem Franklin, weil der eigentlich die beste Ausdauer hat von allen dreien. Und ja, dann würde ich mal sagen, was das mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn das Video würde teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.